Charlotte Kalender, unsere Gesundheitsreporterin, Gesundheitsjournalistin, Frau für alle Fälle, meine persönliche Leibärztin ist da. Einen schönen Irgendwann guten Morgen. Ich weiß. Wir sind bei unserer wunderschönen Rubrik, stimmt es das? Also, Angeberwissen fürs Büro. Klären Medizinmythen aus, genau, damit Sie heute Morgen, wenn Sie dann gleich ins Büro gehen, richtig was erzählen können. Also, stimmt es, dass lautes Mitsingen im Auto das Leben verlängert? Wenn man es also ganz extrem sehen will, ja. Es ist nämlich so, dass man weiß aus Studien, dass das Singen die Ausschüttung von verschiedenen Stoffen wie Endorphine, Oxytocin, das Kuschelhormon, fördert. Dadurch fühlt man sich weniger allein, weniger einsam, dadurch glücklicher. Und das ist wiederum gut für den Stresspegel. Also insgesamt ist man einfach zufriedener und harmonischer. Und das ist natürlich auch häufig ein Garant für ein längeres Leben. Dieses Kuschelhormon, wird das bei einem selbst ausgestoßen oder bei anderen? Nee, das wird bei einem selbst ausgeschüttet. Aber dadurch ist es auch so, dass Menschen, die in Chören singen, die fühlen sich dann verbunden miteinander. Mhm. Und dadurch potenziert sich das nochmal. Das ist eine einzige Oxytocin-Ausschüttung. Sometimes I wish I... Oh, ich fühle mich gleich viel weniger alleine. Karin, spürst du dein Kuschelhormon, wenn ich singe? Der nächste, bitte. Okay, fluchende Menschen sind klüger, stimmt es? Nicht klüger, aber sie sind auch nicht weniger klug. Es ist nämlich so, dass man, da hat man auch wieder Studien durchgeführt, lustig, ne, wer die so beauftragt, da hat man Menschen fluchen lassen und dann sollten sie Tiernamen aufsagen. Und hat dann, ja, wird schon wieder gelacht. Da hat man festgestellt, genau, Misthase. Da hat man festgestellt, dass der Wortschatz, egal was man jetzt macht, der ist einfach hoch. Also egal was man sagt. Also ob es nun Flüche sind, Schimpfwörter oder Tiernamen. Das heißt, es ist ein sehr hoher Wortschatz, den man hat, wenn man flucht. Das heißt, man ist nicht weniger intelligent, sondern man ist ungefähr auf einer Höhe. Beschimpfe mich und gib mir Tiernamen hat also hier eine völlig neue Bedeutung. Ja, ganz genau. Stimmt es, dass eine Brille die Augen schlechter macht? Nein, das stimmt nicht. Aber dieser Mythos, der hält sich hartnäckig. Also sämtliche Fehlsichtigkeiten sind ja zum Großteil anatomisch bedingt. Ja, das heißt, wenn man eine Brille bekommt, dann gleicht die das aus, macht es nicht schlechter. Allerdings kann man durch Konzentration ein halbes Dioptrien verbessern. Das heißt, so ein bisschen Training für die Augen ist es schon, wenn man die nicht immer auf hat. Aber andersrum ist es auf keinen Fall so. Die Betroffenen haben aber das Gefühl, weil sie vorher verschwommen gesehen haben, auf einmal scharf. Und dieser extreme Kontrast nachher, wenn man sie wieder absetzt, der führt dann dazu, dass man das denkt. Aber ist nicht so. Der nächste, bitte. Das ist so ein bisschen wie an der Supermarktkasse. Nein, beim Arzt. Oder da. Stimmt es, dass man Spülschwämme in der Waschmaschine reinigen kann? Mache ich immer. Ja, das machen ganz viele. Das ist wirklich unglaublich. Das ist ganz schlecht, Matthias. Also wirklich, da springst du dem Tod jedes Mal von der Schippe, übertrieben gesagt. Es ist nämlich so, dass die Wärme im Geschirrspüler verbunden mit den Keimen aus den Essensresten an den Tellern. Ja, in der Waschmaschine das ist aber. Perfekt in der Spülmaschine. Ja, aber ich frage nach Waschmaschine. Ach, du wolltest die Waschmaschine haben? Ja, ich will Spülschwamm in der Waschmaschine. Spülschwamm in der Waschmaschine ist auch nicht gut, genau aus dem gleichen Grund, weil es ist ja warmes Wasser in Verbindung eben mit Bakterien, die sich natürlich auch in der Kleidung tummelt, leider. Ja? Und das potenziert sich dann nochmal. Also das bitte nicht machen, weder in Geschirrspülmaschine noch in der Waschmaschine. Die meisten machen es im Geschirrspüler. Sag deinen Satz. Der nächste, bitte. Stimmt es, dass Heuschnupfen depressiv macht? Tatsächlich haben Menschen, die an Heuschnupfen leiden, einen erhöhten Leidensdruck, ganz extrem. Weil natürlich, während andere sich über den Frühling freuen und mit einem Cocktail in der Strandbar sitzen, läuft die Nase, man muss ständig niesen, dieser Juckreiz, das ist alles sehr beschwerlich. Das ist der eine Grund, warum Patienten, die an Heuschnupfen leiden, auch ein erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen haben. Aber auch die Entzündungen, die stattfinden, wenn der Körper versucht, dagegen vorzugehen, ne, gegen diesen vermeintlichen Eindringlinge, die ja keine wirklich schlimm sind, führt dazu, dass man tatsächlich bestimmte psychische Erkrankungen häufiger beobachtet hat. Und das wird jetzt untersucht, welche das genau sind. Ich würde sagen, da gibt es aber noch keine Ergebnisse. Nein, aber das ist hochinteressant, weil das natürlich doppeltes Pech ist, wenn man schon Heuschnupfen hat und dann auch noch eine schlimme, richtige psychische Erkrankung bekommt dadurch. Das ist schon ein hartes Los, muss man sagen. Wir sprechen später noch mal weiter, dann unter anderem auch über deinen Lauf. Du ja, hast genau. Einen tollen Lauf gemacht, und zwar den World Run. Genau, Wings for Life World Run. Und zwar, erzähl mal ganz kurz. Genau, ganz kurz ist es so, dass man sich per App anmeldet und die Startgebühr geht zugunsten der Forschung, um Querschnittslähmung heilbar zu machen. Der Initiator des Ganzen hat eine ganz, also echt eine traurige Geschichte, aber die dazu geführt hat, dass er Wings for Life ins Leben gerufen hat, weil sie ganz sicher sind, dass man Querschnittslähmung
Lähmung heilen kann. Und diese Geschichte hat mich sehr berührt. Es war mir wichtig, das da teilzunehmen. Und den Bericht gibt es am Freitag. Und das Besondere an diesem Lauf ist, der ist auf der ganzen Welt gestartet worden, zur gleichen Uhrzeit, genau, trotz Zeitverschiebung. Manche sind eben nachts gelaufen, deswegen World Run, genau. Nachmittags. Das sind echt beeindruckende Bilder. Auch Instagram habe ich gesehen, ist voll davon. Und großartig, tolle Sache. Sprechen wir später nochmal drüber. Für den Moment danke.